Hallo, ich grüße euch ganz herzlich von der internationalen MessdienerInnen-Wallfahrt hier in Rom. Und ich bin an einem ganz besonderen Ort hier in Rom. Heute ist nämlich ein freier Tag und ich wollte einmal einen besonderen Ort besuchen, von dem ich euch gleich erzählen werde. Was das ist, das erfahrt ihr jetzt. Bis gleich. Hier an einem ganz besonderen Ort, dem nicht-katholischen Friedhof in Rom, befinde ich mich jetzt, denn hier wurden die Menschen in Rom beerdigt vor ungefähr 200 Jahren oder seit 200 Jahren, die nicht katholisch sind. Denn es war früher so, dass hier nur auf den katholischen Friedhöfen KatholikInnen beerdigt werden durften. Und dadurch, dass sich eben auch andere Menschen hier in der Stadt befunden haben, wurde also im 18. Jahrhundert hier dieser Friedhof eröffnet. Und hier befindet sich ein ganz besonderes Grab. Nicht nur eins, sondern ganz viele besondere Gräber. Auch einige Deutsche liegen hier, zum Beispiel der Sohn unseres Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. Hier befinden sich auch manche englische SchriftstellerInnen, unter anderem der junge Young English Poet, wie es hier steht, John Keats. An dessen Grab befinde ich mich. Und auf seinem Grab steht etwas ganz Besonderes geschrieben. Hier hinter mir noch eine besondere Tafel, die neben seinem Grab angebracht worden ist. Und darauf steht nämlich, his name is written in water, also in Wasser geschrieben. Dieser John Keats war ein Poet, also ein Schriftsteller und Dichter der Romantik und war natürlich sehr naturverbunden. Daraufhin weist das Wasser, aber eben auch Wasser als in Wasser geschrieben, ist natürlich klar. Das heißt vergänglich, der Name vergeht sofort. Wenn ich was in Wasser schreibe, bleibt das nicht bestehen. Da bin ich ins Grübeln gekommen, was sich dieser im Jahre 1821 hier beigesetzte Poet dabei gedacht hat, dass er das an seinem Grab stehen haben wollte, denn so hat er es zu Lebzeiten verfügt. Wahrscheinlich, dass unser Name Schall und Rauch sind, so wie es ja auch schon Goethe gesagt hat, und dass unsere Namen eben keinen Bestand haben, sondern vergehen. Naja, auf dieser Erde stimmt das, aber mir kommt da das Buch Jesaja in den Sinn, wo es heißt, der Name ist in Gottes Hand geschrieben und Gott sieht das und Gott sieht dich und er schaut liebevoll auf dich. Du bist in Gottes Hand geborgen. Und wir vergehen nicht, sondern wir sind in Gottes Hand ewig eingeschrieben. Das ist die besondere Botschaft der Bibel. Da denke ich, das ist genau das, was mir auf diesem Friedhof hier so nahe kommt. Die Frage, ja, in der Natur sind wir vergänglich, aber in Gottes Ewigkeit haben wir einen Platz, nämlich Gottes Hand. Und das gibt mir immer wieder Kraft in meinen persönlichen Momenten der Trauer, auch um Menschen natürlich, die ich sehr liebe, die mir sehr wichtig sind, die ich verloren habe. Aber auch in meinem Leben hier auf Erden, wo ich weiß, ja, es ist vergänglich und ich werde sterben, aber ich falle nicht ins Nichts, sondern Gott will, lädt mich ein, zu sich zu kommen. Und das ist ein Trost, dem ich diesem Written in Water etwas entgegensetzen würde. Ja, was hältst du davon? Was bedeutet für dich zu leben und auch Worte wie Ewigkeit, ist das so weit weg oder ist das doch ein Trost für uns heute? Kann das uns Kraft spenden, dass wir wissen, ja, auch wenn unser Leben endlich ist, bei Gott sind wir immer geborgen. Schreib dazu gern was im Kommentar und wenn du magst, lass gern ein Like für den Mike hier. Und wenn du den Link anklickst, wirst du noch mehr über John Keats erfahren. Alles Gute, bis dann. Tschüss.